Dante ist eine coole Sau und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Richtig? Falsch, zumindest wenn es nach Devil May Cry 2 geht. Aber der Charakterwandel ist nicht das einzige, was der Held hier durchmachen muss. Auf geht's in eine konfuse, manchmal herrlich trashige Geschichte über einen Businessman und seinen genialen Plan. Am Anfang war Lucia und Dante sah, dass das gut war. Denn in diesem Museum betritt der Halbdämon die Bühne und erledigt gleich einmal ein paar Ausgeburten der Hölle. Was die hier wollen und wer Lucia überhaupt ist, eins nach dem anderen. Die Dämonen wollen das Artefakt Arcana Medallia stehlen. Warum, bleibt erst einmal im Dunkeln. Ist aber auch egal, denn noch mehr Feinde erscheinen und Lucia und Dante müssen sie ausschalten. Nachdem das passiert ist, lädt die Dame den Protagonisten auf Dummery Island oder Via de Mali ein. Dort soll er mehr erfahren. Hier angekommen explodiert einfach mal Lucias Haus und ihre Mutter Mathieu hat danach nichts Besseres zu tun, als zu erklären, was es mit dem Artefakt überhaupt auf sich hat. Logisch, immerhin steht ja der Sohn Spardas vor ihr. Und wo wir schon von Dantes Papa reden, der hat zusammen mit Mathieu auf dieser Insel gegen den mächtigen Dämonengott Argosex gekämpft und ihn mit Hilfe der vier heiligen Reliquien Arcana Medaglia, Arcana Spada, Arcana Calice und Arcana Bastone den Bösewicht versiegelt. Dabei ist er zwar kurzzeitig auch in der Hölle gelandet, konnte aber wieder fliehen. Danach hat er Matthias Clan damit beauftragt, das Eiland fortan zu beschützen. Natürlich hat das nicht so ganz geklappt, denn Arius hat sich das Stück Land unter den Nagel gerissen, der Businessmann und Vorsitzende der Firma Euroboros. Er ist selbst ein Meister der dunklen Künste und will seine Macht ausweiten, indem er den mächtigen Dämonengott Argosex mit den vier Gegenständen wieder befreit. Das ist es, was Lucia Museum haben wollte. Eine der vier Reliquien. Und während der Protagonist nur mal ebenso zur Hütte marschiert ist, hat sie noch das Arcana Spada eingesammelt und erhält von Mathieu das Arcana Bastone. Fehlt also nur noch eins. Dante ist sich trotz langer Reise zur Insel hingegen immer noch nicht so ganz sicher, ob er denn jetzt wirklich helfen soll. Also lässt er sein Münzglück entscheiden. Looks like it's your lucky day. Wonderful. I am very pleased. Der Held macht sich also auf und läuft einmal quer über die Insel. Dabei rennt er vom Dorf in die Stadt, wo Arius seinen Hauptsitz hat. Dort erledigt er von Dämonen befallene Panzer, schaltet einen ebenfalls infizierten Helikopter aus und kämpft danach noch gegen Nephasturis, nur um dann zu sehen, wie der Schurke davonfliegt. Natürlich in einem normalen Heli. Also beamt sich der Held von einer Cutscene auf die andere zu einer Bohranlage, wo der Schurke scheinbar hin will. Und obwohl er und Lucia gleichzeitig vom Dorf losmarschiert sind, ist die Dame schon vor ihm am Landeplatz und lernt eine schreckliche Wahrheit kennen. Sie ist gar nicht Mathieus Tochter, sondern ein von Arius künstlich erschaffener Dämon. Weil sie verwirrt und traurig ist, schafft es der Schurke, Lucia mit seiner Magie wegzustoßen und auch Dante erwischt nur noch einen Handlanger, den er fachgerecht zerlegt. Warum der Bösewicht sich für den kurzen Auftritt überhaupt die Mühe gemacht hat zu erscheinen, bleibt unklar. Wahrscheinlich wollte er eine Reliquie finden. Weil er das aber in aller Eile nicht schaffen konnte, explodiert spontan die ganze Anlage. Kein Witz. Beziehungsweise Dante hat 12 Minuten Zeit zu verschwinden, bevor das passiert. Und natürlich schafft er das auch. Aber nicht ohne noch entspannt vom Motorrad aus die Explosion anzuschauen. In einer Gruft treffen der Held und Lucia wieder aufeinander und sie überreicht ihm die Arcana Calice, die letzte der vier Reliquien. Wegen der Erkenntnis um ihre Herkunft sieht sie sich nicht mehr als Retterin der Welt und überträgt Dante diese Aufgabe. Sie hat nur noch ein Ziel, ihren Schöpfer auszuschalten. Dante trägt den Pokal also zurück zu Mathieu, um ihr die Artefakte zu überreichen. Aber die wiederum will, dass der Halbdämon die Reliquien an sich nimmt und Lucia beschützt. Denn dass die nicht ihre leibliche Tochter ist und Arius alleine stellen will, das ist ihr schon klar. Es kommt, wie es kommen muss. Arius besiegt Lucia und nutzt sie als Köder. Dante tauscht die Arcanas gegen ihr Leben und greift danach trotzdem den Bösewicht an. Der hingegen jagt einfach sein Büro in die Luft und der Dämonjäger fliegt mit der Dame im Arm elegant davon. Natürlich
ohne die Arcanas. Trotzdem versichert Dante der geknickten Lucia, dass er das schon irgendwie wieder gerade biegen wird. Auch wenn sie nur noch wenige Minuten bis zur totalen Sonnenfinsternis haben, was ganz schön blöd ist, denn während der kann Argusax wieder befreit werden. Egal, auch sie schöpft neue Kraft, als Mathieu erscheint und ihr versichert, dass sie auch ohne Blutsverwandtschaft ihre Tochter bleibt. Nur, wie sollen sie jetzt wieder zurück ins Gebäude kommen? Die Antwort lautet: möglichst kompliziert. Sowohl Dante als auch Lucia öffnen eine Pforte zur Dämonenwelt, betreten darin das Gebäude und entkommen der Dimension wieder, warum auch nicht. Der Sohn Spardas ist aber zuerst da und stört das Ritual, indem er das Arcana Medaille mit seiner eigenen Münze austauscht. Im Kampf besiegt er einen wütenden Arius lässig mit 2 Schüssen. King? Yeah. Here's your crown. Draußen will Lucia endlich sterben. Immerhin ist ihr Ziel erreicht und sie sieht einfach keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Aber der Plan wird jäh unterbrochen, denn das Tor zur Dämonenwelt öffnet sich, obwohl es wegen dem unvollständigen Ritual eigentlich gar nicht offen sein kann. Vielleicht hat Argusax ja den unauffälligen Weg gesehen, den Dante benutzt hat? Wer weiß, der Weg ist jedenfalls offen und einer muss nun die Ankunft des Gottes verhindern. Der Dämonenjäger beruhigt Lucia erst einmal und stellt genau wie schon im ersten Teil fest, dass Teufel nicht weinen und sie ebenfalls ihrer Herkunft entwachsen ist. Er schenkt ihr seine Münze und will sich dem Bösen stellen, genau wie es sein Vater schon vor Hunderten von Jahren gemacht hat. Sekunden nachdem Dante weg ist, erscheint Arius wieder, denn der hat gewissermaßen sein Ziel erreicht und ist ein Dämon geworden. Seine Freude hält aber nicht lange an, da Lucia ihn schnell vernichtet. Gleichzeitig tritt der Held gegen Argusax an und kann den ebenfalls bezwingen. Danach fährt er mit dem Motorrad in die Hölle, woher auch immer er das plötzlich hat, denn das Tor ist schon längst wieder zu. Mathieu versichert hingegen einer nachdenklichen Lucia, dass der Sohn Spardas genau wie sein Vater schon irgendwie wieder aus der Hölle herauskommen wird. Die Dame versteht derweil erst einmal, dass die ganze Show mit der Münze nur eine Farce war, denn auf beiden Seiten ist Kopf zu sehen. Dante hat also nur so getan, als ob er dem Zufall die Entscheidung überlässt, warum auch immer. Aber wer ein Motorrad in der Hölle erscheinen lässt, der macht sowas halt einfach. Im Devil May Cry Laden wartet Lucia danach auf die Rückkehr ihres Retters und tatsächlich hört sie hier eine Maschine vor der Haustür knattern und geht zu Dante.